Wenn wir jetzt klopfen, macht er bestimmt wieder das Brett auf. Hallo, Onkel, Onkel. Verstecken, verstecken. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja mal unseren Vergaser getestet. Wir sind nämlich mit unserem Satsuma rumgefahren. Und nachdem die Folge zu Ende war, bin ich nach Hause, habe nochmal ein bisschen die Einstellungen gemacht. Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob das so reicht oder nicht. Ja, er knallt, weil es kalt ist. Habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Ich habe mal wieder einige Kommentare rausgesucht. In dieser Folge, wir lassen ihn jetzt erstmal laufen und bis zum Ende der Folge sollte er eigentlich warm gelaufen sein. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Denn wir wollen in dieser Folge mal gucken, ob unserer Onkel, was, ob wir den heute sehen, denn ich habe wieder einige Tipps, Tricks und Hinweise von euch bekommen, die ich mir mal rausgesucht habe. Und wir fangen gleich mal mit dem ersten an. Und zwar vom Barfußkönig bezogen auf das Poster vom Rusco-Auto in Fletaris Werkstatt. Bei Fletari das Poster an der Wand, das ist die Rusco-Mod restaurieren. Aber das geht nur, wenn du mit dem Auto da bist, dann kannst du das Poster anklicken, hatte ich ganz vergessen. Ich hatte mich das letzte Mal gewundert, wo wir bei der Fletari-Werkstatt sind, was das für ein Poster ist, wo das Satana-Auto drauf abgebildet ist. Aber stimmt, ich habe ja die Musco-Mod schon installiert gehabt. Und ja, habe ich ganz vergessen. Also dieses Poster ist in Verbindung mit dieser Rusco-Mod. Vielen Dank für den Hinweis. Apropos Rusco, wo ist das Auto? Da haben wir es hingestellt. Gut, also das ist das Satana-Auto der Rusco. Wenn man die Mod installiert hat, kann man mit dem zu Fletari in die Werkstatt fahren. Dann brauchen wir bloß auf das Plakat innerhalb der Öffnungszeit natürlich anklicken und dann kann man den wieder herstellen. Das würde ich gerne auch mal machen. Wie gesagt, habe ich ganz vergessen. Das ist auch machbar in einer der nächsten Folgen. Wie gesagt, in dieser Folge wollen wir mal gucken, ob unser Onkel abends endlich mal auftaucht. Denn Olaf Olassen schreibt: Du musst abends zum Haus von dem Onkel gehen, egal ob der Van da steht oder nicht. Bei mir saß er draußen, obwohl kein Van da stand. Mit freundlichen Grüßen. Auf jeden Fall vielen Dank, Olaf, für diesen Hinweis. Das werden wir mal in dieser Folge ja, überprüfen. Ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber mal schauen, ob das bei uns auch funktioniert. Ich gehe mal kurz gucken. Wie spät haben wir es überhaupt? Vor allem, was heißt abends? Gut, wir haben es jetzt kurz nach um 7. Rein theoretisch abends. Aber wie wir sehen, sehen wir noch gar nichts. Gut. Okay, der scheint noch nicht da zu sein. Beziehungsweise nur, wenn man an der Tür klopft. Müssen wir mal schauen. So, dann geht's. Ich setze mich kurz hier auf den Stuhl. Wir müssen ein bisschen die Zeit hier rumkriegen. Wir warten, bis es abends wird. Zack. So, hier hingesetzt. Ah, sehr schön. Da können wir auch mal hier ein Bierchen. Zack. Daraus besteht ja auch mein Sommer gerade, dass man hier immer wieder mal ein Bierchen trinkt. So, dann habe ich noch den Hinweis bekommen von, bezüglich des Vergasers, auch vom Barfußkönig. Du musst wissen, wenn der Motor kalt ist, ist das Gemisch höher und wenn der Motor heiß ist, ist das Gemisch tiefer. Deswegen knallt es, wenn der Motor kalt ist und wenn er langsam warm wird, sinkt das Gemisch und er knallt nicht mehr. Genau, das werden wir dann am Ende noch dieser Folge überprüfen. Dann habe ich noch einen Kommentar von Dr. Mettwurst bekommen. Cooles und informatives MSC-Video wie immer. Ich habe das Spiel ja nach dem letzten Update neu gestartet und dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich bin ja zurzeit nur mit dem Moped unterwegs. In der Mangelung eines anderen Gefährts, um in die Stadt nach Fletari zu kommen, ist es so mal, dass das Teil fast eine komplette Tankfüllung braucht. Ist mir an dieser Stelle nicht bewusst. Er wusste auch nicht, was die richtige Stellung ist. Das wollte ich mir jetzt auch gleich mal mit angucken. Von unserem Roller.
wenn man das so Ding überhaupt so nennen kann, dieser motorisierte Besen, da steht er. So, die Benzinzufuhr kappt man eigentlich, also wenn es senkrecht ist, so wie hier, das du nicht. Hallo? Jetzt haben wir den Ständer eingefahren. So. Oh Mann, 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 Mann. Zack. Da steht es eigentlich, wenn man genau hinguckt, sieht man, was an und auf ist. Zack. Warum geht das jetzt nicht? So, ach, mit der rechten Maustaste. Also, das ist Stellung für Reserve. Du ist zu. Wenn das quasi waagerecht ist, dann läuft gar kein Benzin mehr nach. Und wenn man es nach unten, das war wieder falsch, rechte Maustaste nach unten ist auf jeden Fall auf an. Was den Verbrauch des Gefährts angeht, kann ich gar nicht so richtig sagen, weil man sieht auch keine Tankfüllung. Ich weiß noch nicht mal, wie voll das Gerät ist. Aber wie gesagt, wenn das waagerecht ist, der Schalter, dann ist das auf off, steht auch da. Zack, das wäre off. Wie gesagt, nach unten ist an, da fließt es voll und das ist die Reserve, quasi die Notreserve, dass man wenigstens noch bis zur Tankstelle kommt. Warum auch immer das auf Reserve bei mir gestellt war, ich habe keine Ahnung, egal. Und es scheppert schon wieder. Ich weiß nicht, was hier immer so scheppert. Mann, 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 Mann. Also, wie sieht es hier aus? Ja, mal zu sehen, mal nicht zu sehen. Ich glaube, immer noch nicht so richtig eingestellt. Ich glaube, wir fahren mal mit. Gut, jetzt auch noch nicht ganz so warm. Da müsste das Gemisch müsste noch ein bisschen tiefer sinken. Er ist ja noch nicht ganz warm geworden. Dann sehen wir das erstmal richtig. Aber man kann natürlich auch schlecht immer das Auto erst stundenlang warm laufen lassen, bevor man überhaupt losfahren kann. Das läuft nicht. Das läuft nicht. So, wie sieht es hier drüben auf dieser Front aus? Lassen wir mal durch hier. Warum ist der Mauszeiger so schnell auf einmal? Ich habe gar nichts eingestellt. Was ist das? Ach, unsere Bierflasche. Haben wir wieder einfach dahin geschmissen. Schäm dich. Shame on you. So, der ist immer noch nicht da. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was abends heißt. Wenn es dunkel ist oder bestimmte Uhrzeit. Ich hoffe, das finden wir in dieser Folge noch raus. Ansonsten müssen wir das dann auf jeden Fall noch in der nächsten Folge dranhängen. Also mit Schlafen und gucken, ob er da ist, ist schlecht. Weil ich glaube nicht, dass er um Mitternacht noch draußen rumhängt. So, dann noch gefragt, auch von vielen, ob ich Steam besitze. Also sämtliche Informationen, was die Social Media Sachen angeht, findet ihr in der Videobeschreibung. Außer bei Steam, da müsst ihr einfach auf meinen YouTube-Kanal oben rechts im Banner draufklicken. Da findet ihr die Steam-Informationen. Da könnt ihr gerne mich auch adden. So, dann noch eine eigene Sache. Es wurde jetzt auch in My Sommercar Kommentare abgegeben, die nicht zu diesem Videoformat passte. Wie zum Beispiel zu LSPDFR. Bitte solche Kommentare auch in die entsprechenden Videoformate packen. Das heißt, LSPDFR hat was mit GTA 5 zu tun und dementsprechend diese Kommentare bitte auch hinter den Videos von GTA 5 LSPDFR packen, weil da gehört es hin, hat nichts bei My Sommercar zu suchen. Waschbär zockt, schreibt auch den Kommentar. Cooles Video, Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Schöne Grüße gehen auch raus an dich, lieber Waschbär zockt. Und dann haben wir nochmal Dr. Med Wurst, der schreibt: Moin Leute, habe in der Garage eine Steuerkette gefunden. Die war vorher noch nicht da. Wieder neues Spiel gestartet, da ich keine Lust hatte, wieder alles auseinanderzunehmen. Seit wann ist die da? Ich spiele nicht in der Experimental-Version. Ansonsten Daumen hoch und so weiter. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Dr. Medwurst. Schöne Grüße gehen auch an dich raus. Steuerkette. Das hat mich hellhörig gemacht und ich habe ehrlich gesagt, habe noch gar nicht, ich wollte mal vorher nachgucken. Ich habe mich jetzt aber hier gerade rangesetzt, weil es von der Zeit sonst zu eng wird. Und habe einfach die Aufnahme mal gestartet. Steuerkette. Das ist keine Steuerkette. Steuerkette. Also wir scheinen hier keine Steuerkette rumliegen zu haben. Zumindest nicht bekannt. Liegt hier unten was? Nein. Gut. Also wir spielen ja aktuell auch nicht in der Experimental-Version. Gerade wegen dem Bug mit dem Transporter. Beziehungsweise mit dem Van. Ist ja eine Sache. Daher. Aber hier liegt, nein, keine Steuerkette zu sehen.
Also, bei uns ist es definitiv nicht so. Wer weiß, warum bei dir da eine Steuerkette liegt. Auf der einen Seite bin ich beruhigt, dass es bei uns nicht so ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlecht für diejenigen, bei denen plötzlich die Steuerkette außerhalb liegt. Aber es war wie bei uns mit dieser Schutzabdeckung, obwohl die Schutzabdeckung ging ja noch, ne? Hier. Die konnten wir ja so dran bauen, ohne dass wir das auseinanderbauen mussten. Aber das war auch mysteriös. Die lag ja auch mitten hier in der Garage plötzlich. Wieso, weshalb, warum auch immer. Keine Ahnung. So, und damit sollten wir gucken nochmal nach, eigentlich alle Kommentare von euch für diese Folge beantwortet haben. Super, dann haben wir alle Kommentare abgearbeitet. So, dann konzentrieren wir uns jetzt nochmal hier drauf. Wie spät haben wir es jetzt? 8:45. Weg. So. 8:45 ist definitiv abends. Hui. So. Aber der scheint immer noch nicht da zu sitzen. Nein. 8:45 abends. Hallo Onkel. Ja, zu Hause ist er. Könntest du mal rauskommen? Ich bräuchte. Boah. Schade, dass man ihn nicht schlagen kann. Nee, wir wollten schlagen. Keine Zigaretten. Wieso habe ich keine Zigaretten mehr? Hier. Meine Güte. Also er ist zu Hause, aber er sitzt nicht draußen. Also wir warten noch mal ein bisschen ab. Also die Folge wird jetzt hier nicht relativ spannend werden, natürlich. Das ist mir klar. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Wir könnten ein. Na, ich sehe nichts. Dankeschön. So, na. Dieses Spiel. Manchmal. Hier, aber in Kompost sieht es keiner. Gut. Was könnten wir sonst machen? Welche kann man keine waschen? Sauber sind wir eigentlich noch. Im Moment ist halt auch relativ nicht viel zu tun. Deswegen versuche ich ja mal hier beim Maisamaker weiterzukommen. Möchte natürlich aber, dass auch ihr dabei seid, wenn wir dann endlich mal den Onkel antreffen. So, hier ist alles aufgeräumt. Da hinten sind Zigaretten. Wo reinbeugen? Entspannt bleiben. Zack, jetzt haben wir hier erstmal Zigaretten eingepackt. So, unser Kinderzimmer ist tote Hose. Wieso kann ich das Telefon nicht abheben? Hallo? Ist das auch neu? Das können wir immer den Hörer abheben. So. Und unsere Aufträge, die können wir nicht erledigen. Oh, was ist das denn? Beim Saufen auf dem Klo erwischt. Na super. So. Können natürlich die Aufträge nicht machen, weil uns der LKW fehlt. Wir können die Story in Maisamaka nicht weiterspielen, weil uns der LKW fehlt. Ich sag, wir könnten ja die Möglichkeiten von zum Beispiel, dass wir alles anheben können, benutzen, aber das wäre natürlich nicht spielentsprechend. So, und da fällt mir gerade ein, wir wollten mal gucken, ob wir fetter werden können. Das müssen wir auch mal machen. Das heißt, fressen, fressen, fressen und hoffen, dass wir das zumindest, ja, die Anzeige, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gimmick ist, wenn man hier sich draufstellt, dass das kurz vor die 80 springt. Und das war's. Oder ob man wirklich das Gewicht beeinflussen kann. Beziehungsweise stellt sich mich die Frage, wenn man zu viel isst, kann man daran sterben. Die Funktion des Geschäftsmachen, also des Kleinstmachen geht ja, aber des Großmachens gibt es ja natürlich nicht. Daher geht die Funktion, dass man sterben kann, wenn man zu viel isst. 14,7. Eigentlich eine perfekte Einstellung, würde ich sagen. Und wir sind jetzt auf warm. Dann würde ich sagen, die Einstellung, das passt jetzt alles soweit. Springt ab und zu mal bei knapp 14, 13,9. Aber im großen Teil sind wir bei 14,7, 14,8. Das heißt, fast mittig im grünen Bereich. Ich war gerade in dieser Weise Abgaswolke und jetzt sieht man gar nichts mehr fast. Weil das ist die richtige Einstellung. So hatte ich das auch gemacht. Deswegen hatte ich mich gewundert, jetzt kommt wieder ein bisschen Weiß. Liegt das am Gemisch? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Aber im Großen und Ganzen scheint das hinzuhauen. So, wir haben es jetzt gleich 9:45. Kann natürlich sein, dass der sagt, Mittwochs ist mein Fernsehabend, da kommt das My Summer Car Supertalent auf einem Fernsehsender hier in My Summer Car und dann wird er nicht draußen sitzen. Kann auch sein, dass er nur am Wochenende draußen sitzt. Das kann natürlich auch sein. Wenn man nichts klopft, macht er bestimmt wieder das Brett auf. Hallo, Onkel, Onkel. Verstecken, verstecken. Jetzt. Klingelstreich, ist wie Klingelstreich auf damals. Man klingelt und haut ab. Boah, ist so eklig, dass er jedes Mal so rumhusten muss. Okay, der ploppt auf und ploppt weg. Okay. So ist die Technik hier gemacht. So, kommt noch einmal, machen wir den Streich. Na, reinbeugen. Ich will mal reingucken. Boah, ist das eklig. Weil mir der den Kopf hier hinterdrehen kann. Zack, und weg ist er. Gut, ich glaube nicht, dass der jetzt in dieser Folge noch auftauchen wird. Wir werden mal versuchen, das nächste Mal, ob da am Wochenende rauskommt. Also jetzt ist es definitiv abends. Wir haben es 22 Uhr. So, wir müssen mal langsam vorankommen. Wie gesagt, es liegt alles an diesem LKW. Story hin oder her, aber das mit dem LKW, dass den jetzt der Onkel hat, zumindest die Schlüssel, finde ich ein bisschen nicht so gut die Entscheidung, weil du hängst dir dran, dass irgendwann mal das Ereignis eintritt, dass der kommt. Du kannst ja, wie gesagt, auch kein Geld mehr verdienen damit, weil dir fehlen einfach die Schlüssel. Wie gesagt, der muss hier draußen sitzen, dann quatscht man mit dem und dann kriegt man die Erlaubnis, hier reinzugehen irgendwie. Und hier am Schlüsselbrett, wo ist das Schlüsselbrett? Da sieht man ganz schlecht zwar, aber da ist es, genau, da ist das Schlüsselbrett. Eigentlich ist es eine Garderobe, aber da soll der Schlüssel hängen. Gut. So, mal schnell klopfen zum Abschluss. Gut, dann versuchen wir mal, ob am Wochenende vielleicht der Onkel abends wiederkommt. Wie ihr seht, er ist zwar da. Jetzt macht er die Tür erst auf. Wow, und der rotzt schon wieder so durch die Gegend. Eieieiei. Gut, wie gesagt, dann versuchen wir mal, ob der am Wochenende abends da ist. Und schauen mal, wie gesagt, ob das dann klappt, dass wir den Schlüssel endlich kriegen, weil nur so kommen wir endlich in der Story weiter. Nur so können wir Geld verdienen. Es liegt alles am Autoschlüssel für den LKW. Und das ist gerade etwas nervig bzw. frustrierend. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bleiben dran, damit es dann endlich irgendwann mal weitergeht in der Story von My Summer Car. Wir sind am Ende mit der neuen Folge von My Summer Car. Heute war es mal nicht ganz so spannend, aber immerhin die Zeit genommen für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks und Hinweise. Wir haben mal nachgeguckt bei so einigen Sachen wie bei dem Roller oder was mit der Steuerkette, was sich bei uns zum Glück nicht bewahrheitet hat. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn es ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da oder was noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Würde mich freuen, damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Und gerne könnt ihr dieses Video, wie genau alle anderen, auf meinem Kanal mit euren Freunden und Familie teilen. Und es wäre auch schön, wenn ihr mal in die anderen Videoformate auf meinem Kanal mit reinschaut. Dazu habe ich natürlich wie immer am Ende dieser Folge was verlinkt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Sieht gut aus. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja.